Ja, doch, geht so. Na, Kirche gleich nebendran. Stundenhotel. Oh je. Gut, dass ich damit keine Erfahrung habe. So. Also, das ist das. Das ist das. Das ist in Ordnung. Jetzt müssten sie ja eigentlich ein bisschen besser drauf sein. Da wird dann noch weiter ausgebaut, weil ich wollte erstmal mich um die City hier kümmern. Das halten wir mal im Auge. Okay, also, uns fehlt ein Hotel. Definitiv. Uns fehlt ein Hotel, uns fehlt aber auch Feuerwehr und so weiter und so fort. Ah, ist viel zu groß. Die Barker Hotel, das ist... Für Schiffsverkehr. Könnte man auch machen. Wenn man das so ransetzt. Ob das so geht? Schiffsverkehrhotel mit Fähren? Von da drüben? Muss ich echt gleich mal austesten. Gleich mal austesten. 10 Subs willst du spenden? Ey, da muss ich... Ich ahne ja schon... Oh, Singer Hotel. Das wäre doch mal was hier. Ich ahne schon Schlimmes, ganz ehrlich. Was ist denn das? Benötigt flaches Gelände? Ist das ein Schiffsdings? Mit Schiffsanlegeplatz und mit Dings? Tatsächlich. Schiffsanlegeplatz, Straßenanschluss und Schienenanschluss. Alter, what the geier. Das ist ja mal eine interessante Idee. Könnte man ja glatt mal probieren, oder? Hier dann nochmal eine Schiene durch, bis da drauf. Oder da rum. Ich komme gerade auf Ideen. Fehlt noch ein Helikopterlandeplatz, ja. Ich komme gerade auf ein paar Ideen. Dann machen wir mal eine gerade Küste raus. Na komm. Versuch's zumindest mal. Na. Den Hügel da weg. Ja, bisschen glätten. Mal gucken, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Die besten Ideen kommen einem echt spontan. So. Ob ich Hügel mag? Kommt drauf an, welche. Kommt immer drauf an, welche. Es gibt bestimmte Hügel, die ich mag, ja. Wow. Das wäre ja auch interessant hier, oder? Big Hotel. Aber erstmal will ich jetzt das eine haben. Mit dem Anschluss hier. Das reizt mich jetzt so ein bisschen. What's the geier? Wo war denn das jetzt? Park-in Hotel. Nee, das ist es nicht. Der Barker, das ist das Kleine. Aber nur 2 bis 3 Sterne. Warte mal kurz. Hotel Continental 5 Sterne. Das wäre von der Größe eigentlich in Ordnung.
Hotel Salut 4,7. Stadthotel 3,7. Das hier ist es. 4 Sterne. 4 Sterne Hotel? Wenn das klappt, ja, guck mal, das klappt sogar. Ey, das ist ja fantastisch. Mit Anschluss von Schienen und Anschluss Wasser direkt. Das heißt, wir können sowohl über Schienenverkehr, Straßenverkehr und über Schiffe können wir hier Leute ranholen. Das ist geil. Sorry, aber das ist geil. Wenn ich das hier vorne mache und dann mit einer Schiene darüber gehe irgendwie. Vielleicht hier lang und dann darüber irgendwie nochmal. Wäre ja auch interessant. Frage ist, lieber da hinten oder mehr ins Zentrum? Ich glaube, es wäre besser, hier ins Zentrum zu gehen. Also nochmal eine Runde auf andotschen. So, direkt hier ins Zentrum. Das ist ein Hotel. Mit Anschluss von Schienen gleich. Das ist super. Alles dabei. Straße, Schifffahrtanschluss, alles dran. Geilo. Das heißt, wir können aus allen Richtungen importieren. Das wollen wir jetzt haben. Das muss ich mir jetzt angucken. Guck mal, da können wir die Touristen aus dem Westen hier gleich ranholen. Von da drüben könnten wir Leute ranziehen lassen, etc. pp. Ja, lass dir schmecken. Lass es dir schmecken, lieber Don. Haben wir jetzt hier aus? Null. 7 Touristen. Okay, es wird sich ja vielleicht gleich ändern. Oh, guck mal, hier mit Bussen, die sogar hier stehen. Ey, ist ja optisch echt geil gemacht. Man muss es ja sagen. Oh, Plakatwand, ey. Respekt. Geile Nummer. Sieht mega gut aus. Leider geil. Leider geil. Finde ich echt gut. So, haben wir hier irgendwo, warte mal, haben wir hier eine Werft? Nein, ne? Wir haben hier keine Werft dran. Dann hole ich mal uns von unserer anderen City. Aus unserer Werft mal ein paar Fahrzeuge. Oder ich baue da oben einfach... Ach komm. Ich baue da hinten nochmal einen Trockendock und dann passt das. Wäre ja auch geil, hier eine fette Brücke rüber zu bauen. Ne? So richtig so hier oben hier so. Das wäre geil. Vielleicht kann man da ja was machen. Okay, das Ding ist noch nicht mal ansatzweise leer. Volle Pulle, die produzieren hier, das ist in Ordnung. Das klappt alles. Aber das Ding hier nicht, das muss weg. Das muss weg. Oh, und die Frage ist, braucht man am Flughafen auch ein Hotel? Das würde mich mal interessieren. Braucht man da ein Hotel? Beziehungsweise mal ein Gate. Bei denen da rankriegen bestimmt, ne? Wenn wir da so rumgehen. Dann sagen wir, okay.
machen den mal so. Bewegen uns dann mal hier so. Da lasse ich es offen. Obwohl, eigentlich müssten wir es wegen der Landebahn ja echt... Okay, dann müssen wir es echt hier hinbauen. Ja, sieht ja doof aus. So, dann haben wir den so. Überall, wo du Personen transportierst, brauchst du ein Hotel. Okay, danke für die Info. Also müssen wir hier auch noch irgendwie ein Hotel hinbasteln. Aber auch das kriegen wir noch gewurschtelt. Na, kriegen wir dich da ran? Nein, leider nicht. Schade. So. Okay, Flughafengelände, Hotel. Also, lass mal gucken, ob wir flughafentechnisch auch noch ein cooles Hotel haben. Ich war der Meinung, wir hatten da mal was. Hier, Airport Hotel. 3 Sterne. Kann man theoretisch hier drüber bauen, dann fahren die Züge da drunter durch. Wäre eine Möglichkeit. Oder man setzt den Bahnhof da drunter, aber dann hat man... Das Problem mit der Straße. Und man sieht, ja gut, man könnte das so verstecken. Aber es ist ja auch ein bisschen doof, oder? Wenn wir sagen, so. Oder wir gehen direkt hier so ran. Aber es passt nicht wegen dem Hubschrauber. Wo dich hinpacken? Hier drüber? Ich kann leider nicht genau sehen. Ja, dann würde der in die Schienen reinragen. Ich guck mal, ob das geht. Mit dem Heizkraftwerk da drunter. Okay, der geht natürlich nicht. Das ist aber okay. Das habe ich mir schon fast gedacht. So, den. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir mit der Straße da irgendwie noch wegkommen. Der Ed baut sich hier schon wieder was zurecht, ey. Das ist schon wieder... Hammer. Nehmen wir mal den Berg hier nochmal weg. Der stört mich gerade eh so ein bisschen. Gut, dass wir genug Kohle haben. Na komm. Na komm.
Hallo, was macht das hier weg? Damit wir hier vernünftig rangehen können. Ist auch total gemütlich. Ne? Genau da. Zu hantieren, sag ich mal. Alles sehr eng hier. Aber naja, gut. So, haben wir Hotel da stehen. Ah, Hotelpersonal, Touristen. Oh, es kommen Touristen. Es kommen Touristen. Sehr geil, es kommen Touristen, Leute. So, dann werden wir hier auch gleich mal gucken. Müssen auch mal für ein paar Attraktionen noch sorgen. Dass sie sich auch wohlfühlen. Ich brauche hier auf jeden Fall mal Lagerhalle. Ich brauche eigentlich hier mal einen Trockendock. Wirklich einen Trockendock. Könnten wir eigentlich hier vielleicht noch mit ranbringen. Mal ganz kurz. Ich will das mal auffüllen bis zum Kühlaggregat. Da ist das Kühlaggregat von dem für das Atomkraftwerk. So, dann haben wir das hier. Das heißt, wir könnten jetzt an der Stelle unser Dings ranbringen. Unser Schiffsteil. Warte mal kurz. Pumphafen, nein, 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 nein. Hafen, Passagierhafen, nein. Docks, Mittel, Trockendock, groß. Trockendock. Brauchen wir da große Dinger? Ich weiß nicht. Na gut, besser haben als nicht haben. Sag ich mir immer. Dann setzen wir den hier nämlich echt hier dran. Trockendock. Wenn wir den hier unten hinsetzen, könnten wir natürlich noch besser. Also, nochmal was wegnehmen. Können wir den vielleicht gerade hinsetzen? Warte mal kurz. Dreh das mal ein. Die Kante stört. Ich will die gerade dran haben. Und dann werden wir das hier wieder auffüllen. So, Trockendock. Direkt neben dem Atomkraftwerk. Was soll da schon passieren? Da kann doch nichts passieren, oder? Wenn es nicht so makaber wäre, wäre es schon echt wieder witzig. Na. Vielleicht werden wir das Atomkraftwerk auch echt nochmal wegreißen und nochmal das ganz große hinbauen. Wir wissen ja jetzt, dass es funktioniert. Ist ja nur eine Sache der, der Zeit. Es produziert ja mittlerweile. Na, wir haben schon zwei Container hier. Die werden wir auf jeden Fall wieder zur Recyclinganlage verschaffen. Und wieder recyceln und wieder umwandeln. Da stehen sie. Unser atomarer Abfall. So, Trockendock. Wie sieht's denn aus? Du hast natürlich keinen Strom, das ist klar. Aber das sollte ja das allerkleinste Problem sein. Weil wir stehen ja direkt am Atomkraftwerk. Warte.
Netzstation. Ich mag diese neuen. Finde ich echt gut hier. Wobei mir das jetzt hier eigentlich noch besser taugt. Das ist ein richtiges Gebäude. Kann man auch so gut als Abgrenzung nehmen. Passt ganz gut dahin, finde ich. Na, so als Verwaltungsgebäude mit ein bisschen Fantasie, obwohl es ja eigentlich Strom ist. So, warte. Okay, Direktanschluss, Atomkraftwerk könnte man machen. Why not? Solange es passt, ist doch gut. Na, ich versuche den runterzulegen, will er nicht. Okay, passt. Auch ordentlich verlegt, sehr schön. So, ich muss einen Schluck trinken. Ah. Dann haben wir das Trockendock am Start. Und dann können wir uns gucken, welche Schiffe wir da nehmen. Passagierschiffe. Was los, Max? Hm? Mein Großer. So, lass mal schauen. Also, Passagierschiffe, die brauchen wir jetzt. Was brauchen wir denn? Passagiere. 135. 10 Knoten, 10 Knoten. Das ist das Dunlay Class. Nehmen das mal. Wir probieren es mal. Ob der dahin passt. Der geht. Der geht. Der geht. Geil, der funktioniert. Holt mir die Passagiere aus dem Westen. Perfekt, holt die Touris ran. Geil. Juhu. Das funktioniert hier mit dem Hotel. Sehr geil. Ich bin gespannt, wie das jetzt ausschaut. So, bleibt ja die Komponente mit den Gleisen, wie wir das jetzt machen. Das schaut auch nett aus, so eine Art Allee. Gleise müssten wir eigentlich nach hinten rumführen. Hier lang, hier rüber und irgendwie da ran. Oh, Flugzeug kommt. Bringt 7 Touristen mit. Naja, immerhin. Besser als nix. Sport, Hospital, Kultur. Was die alles wieder wollen, ey, ne? Das ist unglaublich. Sport, Kultur. Meine Fresse. Kino. Na gut, dann kriegen die hier gleich direkt eine Sauna. Sei es drum. Könnt ihr euch da vergnügen, wenn ihr wollt. So, wo bleibt mein Schiff? Da kommt dieses Schiff. Jawohl, guckt euch das an, ey. Geil, guckt euch das an. Wie geil ist das denn? 2 Schiffe passen hier rein? Oder passen hier auch 3 rein? Ich glaube, hier passen sogar 3 gleichzeitig rein. Guckt dir das an. Super. Was hast du vor? Schlau wäre es, wenn du in der Mitte fahren würdest. Na, obwohl, der legt, glaube ich, außen an. Oder was macht der? Ja, der legt außen an. Bisschen zu sehr außen, aber okay. Naja, immerhin. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie viele Leute die holen.
Vor allen Dingen, da ist der Westen. Was macht er? Er dreht. Perfekt. Sehr gut. Oh, das läuft. Kinders, das läuft. Das ist super. So, Hospital, Elektronik. Sport. Gebäude ist ohne Strom. Warum ist denn das ohne Strom jetzt? Ist überlastet. Eigentlich nicht. Oh, wie die gleich hier rüberflitzen. Oh, also, die wollen was einkaufen. Also holen wir denen da mal was. Die versuchen ja alle zu bedienen. Alle zu befriedigen. Obwohl ich hier in dem Gebiet eigentlich nicht einkaufen gehen würde, weil hier so ein Lokschuppen ist und was weiß ich nicht was. Aber naja gut, ihr wollt es so, ihr kriegt es so. Dann sehen wir mal zu, dass wir das Ganze hier so ein bisschen tarnen. Juckt die Nase. Okay, das läuft hier. Das Ding muss natürlich noch gemacht werden. Okay, das ist fast am Limit. Kommt das nächste Flugzeug an. Ist nur ein kleines. Wir werden per Bahn hier rüber gehen, hier rauf gehen und da auch noch was draufpacken. Es hilft ja nichts. So, das Weingebiet nehmen wir mal als zusätzliche Attraktion mit rein. Kommen wir da runter? Nur wenn wir aufschütten, ne? Wollen wir da aufschütten? Nein, eigentlich nicht. Nehmen das mal weg. Ah, es wird noch lustig hier. Brauchen noch mehr Platz. Hätte ich nicht gedacht, ganz ehrlich. Eigentlich wollte ich hier nur was Kleines hinbauen. Aber naja gut, man sieht ja, woraus es, was es wieder wird. Ja, so viel zum Thema Kleinbauen. Kann es vergessen. Kannst du voll vergessen, klein zu bauen. Okay, dann will ich hier runtergehen. Verbindungswinkel zu scharf. Hör auf zu spinnen. Das ist nicht zu scharf. Ich will das da ungern wegmachen. Warte mal, dann kommt was anders. Machen wir dahin. Zu scharfe Kurve. Okay, damit kann ich aber noch leben. Das geht. Das geht. Dann gehen wir hier runter. So, dann werden wir hier Feuerwehr hinbauen. Krankenhaus. Etc. pp. Jetzt überlege ich gerade. So.